Hallo und recht herzlich willkommen zum dritten Turnier mittlerweile von League of Legends, powered by Funk und dieses Mal auch bei Giga, bei Strandmaus und bei Owned TV. Aber dazu später erstmal mehr. Jetzt kommen wir erstmal nämlich dazu. Es gibt wieder ein Turnier, ein League of Legends Turnier. Dieses Mal wieder das One vs. One Turnier, das heißt 1 gegen 1. Und damit wir einfach hier einen schöneren Einblick haben, möchte ich, dass ihr jetzt mal gemeinsam unter diesem Video auf den Link klickt, wo ihr nämlich direkt zur Funk Royal Tournament Seite gelangt, die wir gebaut haben und die wirklich wunderbar ist. Und jetzt habe ich hier tollerweise einen Fehler. Genau, wunderbar. Und also kommen wir nämlich hier auf die Tournament Seite und da sehen wir auch schon in der Mitte dieses wunderbar große Grafikemblem, was uns ankündigt, das Funk Royal Tournament One vs. One. Darunter finden wir die Preise, die es zu gewinnen gibt. Doch dazu später mehr. Erstmal möchte ich, dass wir uns weiterklicken, nämlich bei oben auf die Turnieranmeldung. Das wird für euch, glaube ich, das Wichtigste sein, denn jeder darf mitmachen, der Level 30 ist und der Zeit hat. Und das ist das Wichtigste. Deswegen jetzt erstmal zuhören und wirklich selber nachgucken, ob ihr dort Zeit habt. Das Turnier, das One vs. One League of Legends Turnier, findet statt am 21.12.2011, wohlgemerkt natürlich noch. Am 21.12., also nächste Woche Mittwoch, um 17 Uhr fängt das alles an. Es dauert so ungefähr, ich würde schätzen, 3-4 Stunden, weil diesmal ist alles viel besser organisiert. Und ja, also wer am Mittwoch, den 21.12. Zeit hat und wer zudem auch noch League of Legends spielt und einen Level 30-Account hat und Bock auf voll die geilen Preise hat und einfach Bock hat mitzumachen, der ist jetzt recht herzlich eingeladen, dazu hier oben auf Turnieranmeldung zu klicken. Und dann kommt er nämlich ins nächste Feld, wo ihr dann bitte euren Beschwörernamen eingibt. Das heißt, nicht den Namen, mit dem ihr euch anmeldet ins Spiel und darunter dann euer Passwort eingibt, sondern der Name, der halt angezeigt wird, wenn ihr spielt. Das ist zum Beispiel Atzen, Naruto Killer, Fette Sau Nummer 18, Poposex. Oder so, wer weiß, wie ihr heißt. Ist ja auch ein toller Name vielleicht. So, den Namen gebt ihr da oben ein. Darunter gebt ihr dann auch noch eure E-Mail-Adresse ein. Das ist sozusagen eine Bestätigung für uns. Das heißt, alle, die auch dort nur eine legitime E-Mail-Adresse eingegeben haben und sich nur einmal beworben haben, das möchte ich nochmal erwähnen, sich nur einmal bewerben, Doppelanmeldungen werden rausgeworfen. Der ist offiziell registriert. Darunter müsst ihr einfach nur für unser Anmeldesystem zweimal ein Passwort eingeben, damit das alles verifiziert wird, damit da kein Bot 1000 Accounts erstellt. So, damit seid ihr schon angemeldet, das müsst ihr nur einmal machen und fertig ist. Allerdings gibt es bei diesem Turnier eine kleine Besonderheit, die da nämlich wäre, es gibt diesmal nur 64 Teilnehmer insgesamt. Doch keine Sorge. Ihr könnt euch bis Sonntag, den 18.12. bewerben, nonstop. Und erst danach werden wir mit Hilfe eines Random-Verfahrens, ich glaube, ich lasse einfach eine tollwütige Katze auf der Tastatur rumhopsen, werden wir dadurch Spieler auswählen. Das heißt, 64 Spieler werden dann wirklich per Zufall ausgewählt, die dann gegeneinander antreten können. Ja, also 64 Spieler, das heißt, es sind 8 Runden in der ersten Phase und danach wird es halt immer kleiner, bis dann irgendwann der Sieger feststeht. Wir müssen auf dieses System zurückgreifen, weil die bisherigen Turniere waren ja doch eher etwas unorganisiert und ein bisschen chaotisch und ein bisschen zu spontan von mir, wo einfach dann das letzte Turnier gerade hat ja, ich glaube, 8 Stunden oder so gedauert. Und das kann man den Menschen nicht antun. Das muss etwas schneller gehen, vor allem, weil wir das alles live streamen und jedes Turnier hintereinander zeigen wollen. Das wird diesmal besser organisiert sein, weswegen wir halt jetzt darauf zurückgreifen müssen. 64 Teilnehmer, allerdings können sich alle bis Sonntag, den 18.12. bewerben und danach wird per Random-Verfahren entschieden, wer nun letztendlich dabei ist. Dann klicken wir hier oben auf Regeln und da kommen wir dann auch schon zum Regelbaum. Nämlich, das sind die ganz normalen One vs. One-Regeln, zumindest die mir geläufigen Regeln. Der Modus ist natürlich der Turniermodus, also man kann bis zu 3 Champions bannen auf jeder Seite. Das heißt, insgesamt werden 6 Champions gebannt. Die Karte ist natürlich Kluft der Beschwörer, wo bitte auf die Midlane gegangen wird. Das dürfte jeden One vs. One-affinen oder Aram-affinen Spieler klar sein, dass man dort auf die Midlane geht. Ja, Jungle Creeps inklusive des Summoner Spell Smite sind erlaubt. Den Summoner Spell Fortify gibt es ja nicht mehr, womit diese Regel komplett weggefallen ist. Ja. Und dann ist natürlich der Gewinner, das behandeln wir so genau wie beim allerersten Mal, wer zuerst 3 Kills hat oder wer zuerst den Midlane-Tower zerstört hat, den allerersten. Das ist der Gewinner. Das heißt, ja, es ist dann so ein bisschen mehr competitive. Da entweder holt man sich die Kills mit einem guten Champion oder man holt sich einen Champion, der einfach super, super, super stark im Pushen ist und reißt damit den Tower ein. Das ist euch überlassen. Da haben wir schon die verrücktesten Sachen gesehen und auch sehr gute Sachen, wie ich fand.
Genau, die Gruppenphase, dazu komme ich gleich. Das Turnier wird um 17 Uhr beginnen, habe ich eben gerade schon gesagt. Und erst wenn alle Spiele, oh Gott, ich muss husten, ganz kleinen Augenblick. Und erst wenn alle Spiele der ersten Runde beendet sind, geht es weiter zur zweiten Runde und immer so weiter. Das Startsignal gebe ich während des Streams. Es ist deswegen sehr, sehr von Vorteil, wenn ihr dort mit eurem Gruppenleiter im League of Legends Chatraum seid oder und gleichzeitig den Stream von mir aufhabt, um zu erfahren, wann es denn dann losgeht. So, was es mit den Gruppenleitern auf sich hat, erfahrt ihr, wenn ihr auf den Turnierbaum klickt, was ich jetzt mit euch tue. Und dort sehen wir, dass nämlich auf der linken Seite dann die jetzt noch leeren Felder, wo dann eventuell eure Namen drin stehen. Und ihr seht jetzt schon, das sind insgesamt 8 Kästchen auf der linken Seite. Das heißt, oben stehen immer 2 Namen, die treten gegeneinander an, dann darunter 2, dann darunter 2, dann darunter 2, ergibt 8. Und diese 8 sind in einem Feld drin und dieses Feld gehört immer einem Gruppenleiter. Der Gruppenleiter wird noch hinzukommen. Aber auf jeden Fall, an diesen Gruppenleiter müsst ihr euch wenden. Den müsst ihr dann nämlich im Spiel, am besten wäre es natürlich am 21.12., dass ihr den edit, also zu eurer Freundschaftsliste bei League of Legends hinzufügt und dann in den Chatraum geht, den derjenige, also den der Gruppenleiter dann schon aufgemacht hat. Um so einen Chatraum zu betreten, klickt einfach im LOL-Client unten auf das mittlere Symbol zwischen Freund hinzufügen und Ausrufezeichen, genau. Zwischen so einem Freunde-Kack und zwischen dem Ausrufezeichen gibt es so ein Textbox-Feld. Da klickt ihr drauf und dort könnt ihr einen Chatroom eingeben, den ihr beitreten wollt. Und dieser Chatroom ist dann immer nach eurem Gruppenleiter benannt. Das heißt, wenn euer Gruppenleiter Rayman heißt, dann geht in den Chatraum Rayman. Fertig. So viel dazu. Jetzt zu den Preisen. Das ist, glaube ich, das, was diesmal die meisten interessieren durfte. Denn bisher waren die Preise schon okay. Es waren jetzt nicht wirklich die besten Preise der Welt. Doch dieses Mal muss ich wirklich, glaube ich, sagen, dass ich mich nicht hab lumpen lassen und überall rumgefragt habe. Da haben wir schon einige schöne Preise zusammengekehrt. Denn ich fange einfach jetzt mal von unten an. Der 5. Platz. Deswegen, es gibt auch einen, es gibt dann natürlich auch Spiele um Platz 4 und 5. Das finde ich sehr wichtig, weil der 5. Platz bekommt King of Fighters 13 den Soundtrack. Man fängt klein an. Der 4. Platz bekommt das PC-Spiel World of Tanks und von dem Film Black Sheep aus den Niederlanden, glaube ich, ist der das Original Black Sheep in der Metalldose. Der 3. Platz bekommt, jetzt wird es schon etwas heftiger, den Dota 2 Beta Key, das PC-Spiel Dawn of Fantasy und von WWE 12 das Badehandtuch von THQ. So, der 2. Platz bekommt ebenfalls ein Dota 2 Beta Key, dazu noch das PC-Spiel Nuclear Dawn in der Plutonium-Edition und dazu noch ein T-Shirt von WWE 12 von THQ. Das T-Shirt ist schwarz und bedruckt so ein bisschen in Rot und ja, ist halt für die WWE 12 Fans. Und nun der 1. Platz, der, um den sich alle reißen werden, obwohl ich glaube, eigentlich werden sich nur alle um die Dota 2 Beta Keys reißen. Der 1. Platz, dort gibt es zu gewinnen, also der bekommt der 1. Platz, den Dota 2 Beta Key ebenso wie ein Produkt aus dem Funko Real Spreadshirt Shop nach seiner Wahl, das PC-Spiel Red Orchestra 2 und dazu noch ein T-Shirt von Call of Duty Modern Warfare 3 in Weiß, was auch bedruckt ist mit Grün, Schwarz, Weiß und ein bisschen mehr Farben drauf. Ja, die Preise werden gesponsert, also gerade die Dota 2 Beta Keys werden gesponsert von der Owned 3D, also Owned 3D TV Seite, die Seite, über die wir alle streamen. Und die Spiele sowie die T-Shirts und das Badehandtuch wird gesponsert mit freundlicher Unterstützung von Giga. Ja, wunderbar. Ich hoffe, damit sind alle zufrieden. Bei weiteren Fragen, sonstigem Scheiß, wird sich danach gerichtet, was ich dann im Stream sage. Der Stream wird um 16 Uhr ungefähr beginnen. Um 17 Uhr fangen wir mit dem Turnier an. Einfach unter diesem Video hier oder im nächsten Video, was ich zu dem Stream extra noch machen werde, auf den Link klicken, dann kommt ihr zu dem Stream direkt. Oder ihr, was natürlich noch am besten wäre, ihr besucht einfach die Giga-Internetseite. Dort wird auch der Stream live gesendet, über Owned. Da wird der Stream eingebettet auf einer extra Seite für mich bei Giga. Deswegen viel Spaß bei dem Stream und ich freue mich sehr auf nächste Woche, euch zu hören, euch zu sehen, mit euch. Nein, ich werde ja nicht mitspielen. Euch zuzusehen, genau, ich werde euch zusehen. Und das wird cool, ich freue mich darauf. Ja, ich wünsche euch viel Spaß, bis dahin noch eine schöne Woche. Meldet euch an bis zum 18.12. für das League of Legends Turnier. Euer Funk Royal. Follow the G, over and out.